Dass Kunst und Mobilität sich nicht ausschließen, wird aktuell im Museum der Bildenden Künste deutlich. Seit Mittwoch stehen dort 4 der insgesamt 19 BMW Art Cars, die zwischen 1986 und 1995 von namhaften Künstlern bemalt worden sind. Thomas Girst ist Leiter der BMW Group Kulturengagement und glaubt, dass die Künstler damit ihre Faszination des Automobils zum Ausdruck bringen wollen. Und ich glaube, dass Künstler wirklich zum Teil auch versuchen, zumindest in der Artcar-Reihe, die Geschwindigkeit von Autos, das, wofür Autos stehen, auch irgendwo abzubilden. Mit wilden Farben, mit schnellem Pinselstrich. Und das sehen wir eben hier, wie individuell die Künstler auch darauf eingehen. Rollende Skulpturen im Museum der Bildenden Künste. Den Museumsdirektor Alfred Weidinger wundert es nicht, dass nun Autos zu Gemälden werden. Künstler sind also einfach daran interessiert, also ihr Spektrum zu erweitern und auch die Medien zu erweitern. Das ist ein Grund, warum sich Maler dann auch für Fotografie interessieren, auch für die Bildhauerei, für die Fotografie und auch eben unterschiedliche Materialien verwenden, also auch für ihre Malerei. Und da ist es eigentlich naheliegend und es ist nicht so weit entfernt, dass man dann einfach beginnt damit, jetzt auch einen Wagen einmal zu gestalten. Jedes BMW Art Car ist nach seinem Schöpfer benannt. Bis zum 10. Dezember stehen Rauschenberg, Penck, Malangu und Hockney im Museum zur Schau.